Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Tutorial. Ja, heute habe ich mal was Kleines aufgebaut. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon im Titel. Es geht um die Lava-Generatoren, mit denen man geile Sachen machen kann. Ich habe hier mal ein bisschen was Kleines aufgebaut. Hier ein kleines Haus, so nur zu Anschauungszwecken eigentlich. Die Lava-Generatoren, besser gesagt Geothermal-Generatoren. Ja, ist eigentlich nur so ein kleiner Aufbau. Ich fange gleich mal an. Hier hinten an die Lava-Generatoren, das sind die Geothermal-Generatoren hier, sind auch schon ein bisschen aufgeladen. Aber noch nicht viel. Ja. Da geht die Lava rein, hier hinten, mit einmal hier mit Wooden Waterproof Transport Pipes, ach keine Ahnung, Wooden Waterproof Pipes, sind wir einfach so. Angeschlossen hier in die Gold Waterproof Pipes und die gehen dann die Geothermalgeneratoren. Und hier sind angeschlossen drei Stück an der Zahl, die Phased, ich kann das mal suchen gerade, Phased Waterproof Pipe. Die sind hier hinten angeschlossen, sind auf Send and Receive, auf Frequency 10 alle drei. So, und die empfangen die Lava aus dem Nether und pumpen direkt hier rein. Und was im Nether so, wie es im Nether so aussieht, da gucken wir mal rein. So, hier habe ich eine kleine, war es vielleicht kurz, habe ich einen kleinen Teleporter reingebaut, damit das hier direkt hingeht. Ja, gehen wir mal raus, Creative Mode. Und hier unten seht ihr schon so zwei solche Schläuche, da hinten wird schon überall Lava abgebaut, genau. Und hier sind so zwei Schläuche runtergegangen, die die Lava rauspumpen. Die zwei Schläuche gehen direkt an diese Pumpen hier. Die kein Interface haben, die kann man noch nicht anklicken. Da habe ich Redstone Energy, Redstone Engine angebracht. Genau, die Redstone Engines, vier Stück, an jeder Seite, eine, habe ich die angebracht. Und die pumpen dann die Lava hoch und hier in diese goldenen Waterproof Pipes und hier wieder in die Phased Transport Pipes. Die stehen auf Send Only, auf Frequency 10 und die senden die an die Oberwelt. Habe ich zwei Stück gleich gebaut. Damit es ein bisschen schneller geht. Genau. Das ist eigentlich auch schon alles, was hier drin steht. Hier steht noch ein Word Anchor oder Dimension Anchor. Damit das hier geladen bleibt, das ist nämlich ganz wichtig, weil sonst fließt keine Lava an die Oberwelt, wenn der Nether nicht geladen ist. Deswegen da ein Dimension Anchor, ja, einfach auf 0x9 einstellen und dann bleibt der Nether geladen. Und hier fließt die Lava hoch. Genau. Und ja, wie gesagt, dann fließt es hier rein. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen was drin. Ich kann das mal demonstrieren. Ich habe hier noch eine MFSU. Die setze ich mal hier dazwischen. Das ist ein Mass Fabricator. Und es ist so ein bisschen... Hier habe ich auch einen Dimensional Engineer. Es ist so ein bisschen... hier habe ich noch was vom Bauunternehmen. Naja. Fail. es ist ja so, damit kann man sich im Prinzip mit den zwei Dimensional Engineers in beiden Dimensionen... kann man sich im Prinzip eine unendliche Stromquelle bauen und damit auch den Mass Fabricator unendlich betreiben, auch wenn man nicht auf dem Server ist. Oder im Singleplayer, je nachdem. Im Singleplayer geht es ja nicht, da wird der Server runtergebaut. Aber auf Servern funktioniert das, da kann man dann unendlich, in dem Fall UU-Meter erstellen. Oder, ja, was auch immer ihr als Stromabnehmer habt. Weiß nicht, was man da noch nehmen könnte. Mir fällt jetzt spontan eigentlich nur der Mass Fabricator ein, weil das so das Paradebeispiel ist. So, dann schließe ich mal die MFSU hier an. Zack. Dann fangen die da draußen an zu arbeiten. So, genau. Die fangen an zu arbeiten, senden den Strom an die MFSU. Ich habe den Mass Fabricator gerade noch ausgestaltet, deswegen lädt er sich herauf. Und wir können mal messen, wie viel da durchläuft. Schauen wir mal. Ja, 180 EU produzieren. Das sind ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 9. 9, 9, 9, 9, 9. Geothermalgeneratoren, genau. Ist der Name entfallen. 9 Geothermalgeneratoren erzeugen schon 180 EU pro Tick. Also, das ist eine sehr, sehr gute Stromquelle in Verbindung mit dem Nether. Ja, und dann sieht man, das geht schon ordentlich hoch. Wir haben schon 170.000. 180, 190.000 fast. Dann können wir mal den Mass Fabricator einschalten. So, der saugt das jetzt erstmal leer. Und dann können wir effektiv sehen, wie viel wir ja, pro Sekunde oder was auch immer produzieren. So, mal leer saugen. Also jetzt geht es schon relativ schnell. 18, 19. Aber es bleibt ja nicht so. Das sind ja jetzt 512 EU.
Schauen gleich mal. Na. So. Jetzt ist er leer. So, dann gucken wir mal. 32. 33. 34. 35. Ihr seht, das geht relativ schnell. Und so kann man, wenn man nachts sogar dann nicht auf dem Server ist, am nächsten Tag vielleicht 2 oder 3 Stacks UU-Meter haben. Oder mehr, ich weiß es nicht. Also ich sag jetzt mal so, 2 oder 3 Stacks UU-Meter könnt ihr dann am nächsten Tag einfach abernten. Und ja, aus 2 oder 3 Stacks EU-Meter kann man dann wieder Diamanten machen. Und mit den Diamanten kann man dann wieder, ja, neue Bauprojekte finanzieren und so weiter und so fort. So, die Map gibt's auch wie immer zum Download. Das ist alles so geblieben. Ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Videos, auch bei den Online-Tutorials oder bei den Mod-Reviews. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auch in einem anderen Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.